Stadt Guerrero mussten hunderte Menschen in Sicherheit gebracht werden. Das öffentliche Leben ist in weiten Teilen lahmgelegt. Für einige Regionen gilt der Ausnahmezustand. Am Abend war der Hurrikan in die schwächste Kategorie 1 abgestuft worden. Nach Angaben von Meteorologen ist noch unklar, in welche Richtung er sich weiter bewegt. Grund dafür sind erneut steigende Temperaturen und auffrischende Winde. Allein im Gebiet der Blue Mountains nahe Sydney sind mehr als 1500 Feuerwehrleute im Einsatz. Die beliebte Ausflugsregion ist für Touristen geschlossen. Insgesamt haben die Flammen bereits mehr als 120.000 Hektar Wald und Buschland vernichtet. Anwohner in gefährdeten Ortschaften wurden aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. Es sei die letzte Chance zu fliehen.据气象部门统计，今年以来全国城市是依次是沈阳、石家庄和兰州，浓度最低的平均浓度呈现北方高、南方低的分布特点，浓度最高的三个站点均为北方城市重见蓝天，但此前严重的空气污染情况依然让公众心有焦。尽管随后而来的一股冷空气将雾霾迅速驱散，包括北京、天津、石家庄等地在内的多个城市又